Willkommen zurück bei Donkey Kong Country. Es geht weiter im Markt Austern, dem nächsten Wasserlevel. Und wieder mit der schönen Wasserlevel-Musik. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Da ist Diddy schon wieder. Sehr, sehr gut. Und diese Wasserlevel sind meistens so, so toll. Markt Austern ist auch eines der letzten Wasserlevel. Eins gibt es, glaube ich, noch, und das ist dann auch das längste des Spiels. Auch diese Fische können uns treffen, das ist das Asoziale. Aber wir kommen locker vorbei. Wenn wir uns weit oben halten. Den habe ich jetzt nicht vorhergesehen. Aber gut ausgewichen. Nach diesem Level kommt nur noch mehr der Bossfight Bumblebee Rumble. Dann hätten wir diese Welt auch schon abgeschlossen. Ja. Gut, da ist die Halbzeit nicht so schlimm, dass wir getroffen wurden. Ja, diese Austern mehr oder weniger ärgern ein bisschen. Muss man schon sagen. Aber die Musik steht dann wieder dafür da, dass es einfach ein super Level ist. Da, perfekt. Wir haben die Donkey wieder. Hier sollten wir ziemlich weit unten sein, damit da nichts passiert. Und ich bin so unnötig getroffen, Mann. Ja, und so unnötig gestorben, das gibt es nicht. Das ist wieder mal die Hektik bei mir. Glück haben wir die Halbzeit erreicht, aber das war sowas von unnötig. So müssen wir wirklich nicht sterben. Aber gut, Fails gehören ja dazu. Was ich in diesem Part ansprechen wollte, was mir aufgefallen ist, auf der E3 wird ja Retro Studios ihr geheimes Projekt bekannt geben. Und wer wissen möchte, was ich denke, was kommt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Retro entweder ein neues Donkey Kong oder ein neues Metroid oder ein neues Star Fox ankündigt. Das sind so meine Ideen, das glaube ich, dass sie es ankündigen. Von etwas anderem gehe ich gar nicht aus. So, hier sollte man... Ja, natürlich, natürlich. Wir sind vorbei, aber... So, runter das G holen. Und dann schnell ins Exit, sehr gut. Also ich glaube ganz stark, dass entweder Star Fox, Metroid oder Donkey Kong angekündigt wird. Obwohl, Donkey Kong... Also kurz bevor wir jetzt zu Bumblebee Rumble gehen, will ich noch kurz erklären. Wenn ein Donkey Kong kommt, glaube ich nicht, dass ein 2D kommt. Obwohl da Level fehlen in Donkey Kong Country Returns, wie Wasserlevel oder Schneelevel, beziehungsweise Wasserwelten und Schneewelten, da es ja dort auch andere gab. Wir gehen einfach Bumblebee Rumble, ich erkläre es während dem Bosskampf. Hier müssen wir einfach nur Bumble, also die Wespe oder die Biene, was auch immer, treffen. Mit diesem Fass, wenn es wieder gelb ist, also in Zynga. Falls er rot ist, können wir ihn nicht treffen. Aber er ist eigentlich auch einfach, so wie alle anderen Bosse. Man muss ihm nur ausweichen können. Wenn man es nicht kann, ist man natürlich im Arsch. Ach, und ich habe so unnötig jetzt hier einen Treffer hinnehmen müssen. Ja. Und unnötig gestorben auch noch. Toll. Toll. Ich könnte mir sowas von gegen den Kopf schlagen. Ich bin so unnötig in diesem Bosskampf gestorben. Das gibt's nicht. So, weg mit dir. So unnötig in diesem Bosskampf sterben. Das gibt's nicht. So, noch zweimal müssen wir ihn treffen, so wie bei allen Bossen. Fünfmal. Hier, wie unnötig ich gestorben bin. Es ist so einfach, der Bosskampf.
dreh dich um. Ja, geschafft. Okay. Ich finde schade, dass ich so unnötig gestorben bin. Aber wir haben es geschafft. Das Traubental. Es geht zum Gorilla-Gletscher. Was ich sagen wollte, ich gehe eher von einem... Schneefallgletscher kommt jetzt. Von einem 3D Donkey Kong aus, als von einem 2D. Aus verschiedenen Gründen, da ich einfach nur denke, dass sie irgendwie mit Donkey Kong Country Returns schon eigentlich genug gute, ein sehr, sehr gutes 2D Jump'n'Run gemacht haben. Deshalb gehe ich eher von einem 3D Donkey Kong aus. So, ja. Hier ist es. Das Level ist schon eines der richtig blöden, muss man schon sagen. Da das dann auch jetzt mit den Fässern spielt für die Wipfelkommune. Also wie ich schon gesagt habe, wenn eins kommt, dann definitiv ein 3D Donkey Kong. Wie Donkey Kong 64 in den alten Zeiten. Ich gehe nicht von einem 2D Donkey Kong aus. So, der Zinger ist auch ein bisschen asozial, weil er sich so komisch bewegt. Riesenglück jetzt. Ich bewege mich mit Absicht langsam. Auch die Musik ist sehr, sehr schön, wie ich finde hier. Och, das war richtig knapp jetzt. Und wie... Ja, so unnötig. Und ich glaube, ich wäre fast bei der Halbzeit gewesen. Aber der Level hat es an sich richtig asozial und schwer zu sein. Speziell die Welt hier. Die hatte so an sich kein extra Leben geholt. Nicht schlimm. Und fast hätte mich dieser blöde Klapptrap davon abgehalten, hier Donkey zu holen. Wir haben ihn. Und hier ist der Zinger, den wir schön überfliegen. Und hier ist schön drüber gesprungen. Jetzt dürfen wir uns natürlich nicht von den Klapptraps treffen lassen. Wieder ein unnötiges Leben, was wir nicht brauchen. Ach, und fast wären wir hier an dem Zinger gescheitert. Ich sage mal so. Hier, das ist ja eigentlich noch Kinderkacke, ganz ehrlich. So, jetzt haben wir so weit geschafft mit zwei Kongs. Aha, und jetzt kommt der Teil natürlich. Achso, jetzt kommt der. Ah, der ist noch sozial. Gut, Halbzeit haben wir. Und jetzt kommt diese Schneeanimation. Für die damalige Zeit war das so gut gemacht. Das gibt's nicht. Und hier gibt's eine Abkürzung, die wir nehmen können. Beziehungsweise könnten, falls wir es schaffen. Sonst müssen wir den richtigen Weg nehmen. Und man sieht absolut gar nichts. Ja, und das war mein Fehler jetzt. Das war sowas von unnötig. Das hätte ich nicht machen sollen. Und warte, dass ich euch das mal zeige hier. Man wird dann runtergeschossen und wird bis zum Ende des Levels gebracht. Man hat den Level dann geschafft. Und ich glaube, das reicht dann auch. Weil ich ja nicht alles sammeln will. Trotzdem gibt es hier noch einen richtig asozialen Teil, glaube ich. Also Geschichte, deshalb gehe ich ein bisschen langsam. Ne, wir haben es geschafft. Exit, okay. Schneefassgletscher geschafft. Und damit geht's weiter jetzt zur Schwarzwaldtour. Auch so ein Level, was ich ja nicht so mag. Aber da oben gibt es ein Secret. Das wollen wir uns doch gleich mal anschauen, wenn es doch so gut bereit liegt. Denn da kommen ein paar Kremlings, die uns da zu Hilfe stehen werden. Oder aber auch nicht. Ich sollte aufpassen, mich nicht treffen zu lassen. Auch hier finde ich die Musik so richtig geil, ganz ehrlich. Also überhaupt der Soundtrack von DK, also von Donkey Kong Country, hat von mir eine 10 von 10 verdient. Richtig geil. Buchstabieren, machen wir das doch mal. Ist ja egal, man kriegt ein Leben, aber wir können mal buchstabieren.
Nach dem O kommt das N und nach dem N kommt das G, dann hätten wir es auch schon geschafft. Ein Leben, was wir nicht brauchen, aber immerhin freut sich DK drüber. Gut. So, langsam. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich gestorben bin, Blödheit. Nee, aber es ist so, warum diese Welt so nervt, sieht man jetzt schon hier an der Schwarzwald-Tour. Man kann sich hier wirklich schwer bewegen. Und wo ist jetzt der Kremling hin? Eigentlich war der ja gerade noch da. Okay. Denn hier ist er so, wirklich, man sieht, ich mache nichts und er bewegt sich schon so weit vor. Aber immerhin ist die Musik und ihr. Habt ihr das jetzt gerade gesehen? Hier war eigentlich schon offen. Das Fass da oben war für diesen Bonus da. Gut, schnell. Gleich hier hin, jetzt kommt gleich wieder. Ja, jetzt kommt gleich wieder dieser asoziale Roller. Da unten jetzt kommen noch Kremlings. Es ist halt blöd, der das Spiel nicht kennt. Hier ist es dann wirklich asozial, weil. Ja. Immerhin die Halbzeiten, die möchte ich schon aktivieren. So, hinspringen. Weg mit dir. Und da war der Klapptrap auch auf. Ja. Sehr gut. Ja, und natürlich, natürlich. Also das war jetzt wirklich nicht, das war nicht fair. Weil ich glaube, ich bin nicht einmal auf den Klapptrap draufgesprungen. Ihr könnt ja mal schauen, aber ich bin 100% nicht auf den Klapptrap draufgesprungen. Und deshalb, weil ich auf ihn draufgesprungen bin, was das Spiel meint. Ich meine, das Spiel hat ja immer recht, das ist ja leider so. Weil das Spiel denkt, dass ich auf den Klapptrap draufgesprungen bin, bin ich. Schau, ich bin wieder nicht. Also, das ist nicht normal. Also, ich weiß nicht, was das Spiel hat, aber ich bin sicher nicht auf den Klapptrap draufgesprungen. Ich meine, es ist egal, wir haben ja noch Didi. Aber ich bin 100% nicht auf den Klapptrap draufgesprungen. Gut, wir haben es fast. Da sollte man wieder hochspringen. Gut, das ist jetzt noch ein bisschen blöd gemacht hier, aber eigentlich sollte man hier locker vorbeikommen. Ohne größere Probleme. Spring doch ab. Spring doch ab, verdammte. So, sehr gut geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben das Level und ich komme gleich wieder, ich mache mal nur ganz kurz eine Pause. Hab nur kurz die Tür aufmachen müssen. Aber jetzt geht's wieder los. Es ist wieder alles in Ordnung. Es geht zu Ice Set Alley. Das nächste Level und man merkt, es ist schon richtig asozial. Hier gibt's ein DK-Fass. Denn da ist wieder dieser Schneeflocken. Es schneit ja gerade auch im März. Ich liebe es, wenn es im März schneit. Nicht. Und man merkt schon, ich mag diese Welt einfach nicht, Gorilla Gletscher. Sie ist natürlich anspruchsvoll, das ist sehr, sehr positiv. Aber sonst mag ich es eigentlich nicht. Da oben ist ein Bonus. Hammer reicht, ohne Probleme. Ich wollte Expresso nicht, wirklich nicht. Weil der ist eigentlich komplett unnötig. In jedem Level. Das ist so ein freundlicher. So, sehr gut. Wir haben also eigentlich keinen Verlust hier gemacht. Boah, das war knapp. Das war nicht so geplant. Gut, locker vorbei an ihm. Ja, natürlich. Ist klar. Halbzeit immerhin.
Gut. Wir sind schon... Ja, und jetzt kommt auch noch dieser Mankey, der Verräter. Ist klar. Ja, hier unten sieht man es sehr, sehr schwer, dass da unten ist, dass es da unten weitergeht. So, und jetzt wird die Musik auch schneller. Ja, Hans, komplett unnötig ein Leben verloren hier jetzt wieder. So, es geht weiter, nachdem wieder mich jemand gestört hat. Ist aber wie gesagt nicht so schlimm, denn wir haben es ja sowieso nicht geschafft. Das Level, also müssen wir von der Halbzeit neu ausstarten. Nicht schlimm. Wie ich schon gesagt habe, das Level wird jetzt ein bisschen anspruchsvoller und ja, ich gehe weiterhin sterben. Ich hasse den Gorilla Gletscher, ich hasse die Welt sowieso. Kein Wunder, dass ich heute zweimal gestört wurde. Einmal, ja. Einmal gerade eben und einmal beim Klingeln des der Haustür. Ja. Ich bin gerade wirklich nicht konzentriert genug, weil man mich zweimal gestört hat und das mag ich nicht. Ich mag es überhaupt nicht, weil dann kann ich mich nicht konzentrieren. Das merkt man wahrscheinlich auch an der Art, wie ich gerade jetzt spiele. Ich meine, dass ich zweimal an der gleichen Stelle unnötig sterbe, das ist wirklich nicht mein Ding. Immerhin komme ich jetzt ein bisschen weiter. So, blöder Klapptrapf. Bis dich mal hier. Und es wird auch das letzte Level für den heutigen Part sein. Ja. Ich bleib dabei. So. Raus, Didi. So, weg mit dir. Das geht. Das heißt, wir sind gleich am Ende. Haha, und jetzt kommt nochmal diese asoziale Stelle. Ja, und er hat mich nochmal getroffen. Ist aber nicht so schlimm, denn wir haben es gleich. Wenn man an den Klapptrap stirbt, ist es echt bitter. Wir haben es geschafft. Die erste Etalee. Trotz des Konzentration. Und ich würde sagen, die Croctopus Safari, das ist der allerlängste Level in DKC. Deshalb würde ich sagen, den machen wir erst im nächsten Part. Danke beim Zusehen und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Der vorige war der Fail-Part, das war der Störungs-Part, aber nicht so schlimm. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.